Hallo und willkommen zu einer weiteren angespielten Folge von Ostriff mit mir, dem Kiosch. So, weiter geht's. Wir können jetzt hier wieder auf Play drücken. So, und so Schnellvorlauf. Oder haben wir jetzt irgendwelche Gebäude? Ja, wir haben das Gebäude hier in Planung. Wir können sogar noch einen Schmied einstellen. Hier sehen wir ihn arbeiten. Nägel. So, und dann können wir uns nämlich auch noch Sachen ertraden. Aber jetzt müssen wir erstmal das hier bauen. Und dann werden wir bestimmt hier mal ein Campfire. Das können wir ja demolischen. Gut, die Bänke lassen wir mal. Oder wie viele Leute suchen Arbeit? Mehrere Frauen suchen jetzt Arbeit. Verdammt. Verdammt. Was können wir für den Frauen machen? Wir können ja eigentlich dann auch noch wieder ein Haus bauen. Nee, was wir dann bauen, ist erst einmal das. Die Stadthalle. Die könnten wir vielleicht hierhin bauen. Und ebenes Terrain. So, aber das pausieren wir erstmal. Ich will erstmal den Trading Post fertig haben. Und danach bauen wir noch ein Haus. Oder zwei. Stimmt, hier geht es ja nicht mehr so. Okay, oh, holy moly. Hier drüben haben wir ja sehr viel Holz. Müssen wir uns vormerken. Da müssen wir mal später dann mal hier eine Brühe rüber bauen. Und dann hier drüben mal noch ein paar Holzfäller hinbauen. Aber ihr dürft ja jetzt von allem noch ein bisschen was haben. Ja, ja, habt ihr. Sehr gut. So. Unser Trading Post. Er wächst und wächst und wächst. Hier nehmen wir mal einen raus. Setsch, ja, okay, nehmen wir auch mal raus. Da haben wir wenigstens erstmal einen ordentlichen Bauer hier. Der Bauer. Der Bauer hier, der kann's halt. Aber jetzt gucken wir erstmal zu, wie das hier fertig gebaut wird. Das ist ja wieder ein neues Gebäude. Also von daher. Ja, na klar. Lieferer. So. Brauchen wir nochmal 4 Clay. Holy moly. Haben wir jetzt alles? Ich glaube, wir haben jetzt gleich alles. Jetzt fehlt nur noch Arbeitskraft. Also ich finde, wir haben das unser Dorf schon mal anfangs gut geplant. Ne, ein Clay fehlt noch. Eins. Und? Zwei Nägel. Okay, Nägel haben wir jetzt bei der Produktion. Das ist ja kein Problem. Hallo? Ach du Heiden, wir haben gerade kein Holz. Okay, dann fehlt halt doch noch ein Holz.
Wir haben zu wenig Holz. Nein. Das Holz hat gefehlt. Okay. Jawohl, unser Trading Post ist fertig. Und hier brauchen wir noch eine ganze Menge an Holz. Das heißt, wir müssen erstmal hier vielleicht doch nochmal einen reinholen, der Holz produziert mit. Können wir hier noch ein Haus hinbauen? Oder ist das Terrain immer noch zu uneben? Ne, gut. Dann bauen wir mal das Haus. Das braucht 10 Holz. Das haben wir. Und hier wird ja auch bald geerntet. Ja. Gut, dann lassen wir die zwei dann brach liegen. Und hier machen wir nochmal Kartoffeln. Und schau mal, im Jahr kriegen wir die wieder hoch. Hoffe ich doch zumindest. Okay, wie sieht es hier mit dir aus? Ja, mit dem Kartoffeln sieht es gut aus. Und sieht ihr, die Gesundheit ist noch in Arbeit, die Kirchen und je nachdem, die Religion ist noch in Arbeit. Hier können wir noch gar nichts machen, weil da fehlt uns halt das Government. Das haben wir ja hier in Planung. Das werden wir dann anfangen, wenn das hier fertig ist. Hoffentlich bald. Na komm. Und? Jawohl. Okay, dann fangen wir dich jetzt an. 200 Nägel. So. Und sobald unser Government fertig ist, sehen wir ungefähr, was wir so für Einnahmen und Ausgaben haben. Schauen wir mal, dass es sich in Grenzen hält, dass wir jetzt hier schon extremst Minus sind. Aber das werden wir sehen, sobald es fertig ist. Nicht zu übertreiben, das ist so ein unruhiges Aufbauspiel. Würde ich mal meinen. Wir brauchen noch eine ganze Menge Holz und Nägel. Sobald dann hier das weg ist, wir müssen sogar mal einen Arbeiter einstellen. Ne, sobald unser Government fertig ist, gucken wir mal, mit welchem wir mal handeln können. Beziehungsweise handeln wollen. Okay, wir müssen sogar bald mal wieder ein bisschen Weizen. Das heißt, wir müssen vielleicht mal wieder etwas expandieren. Das heißt, da werden wir bestimmt mal hier. Ja, gute Frage.
Es wäre halt doch gut gewesen, wenn man hier hätte angefangen können mit der Zeltstadt. Da hätte man mehrere Richtungen gehabt zum Expandieren. Weil so müssen wir uns jetzt hier hinten hinbauen. So, dann können wir jetzt sogar mal wieder hier einen rausnehmen. Ja, müssen wir uns dann hier hinten hinbauen mit einem weiteren Feld. Aber jetzt wird erstmal unser Rathaus bald fertiggestellt. Hust, hust. Jetzt sehen wir hier schon, jetzt wird hier hinten schon wieder Hanf geerntet. Sehr gut. Jetzt wird Holz rangekarrt, wie die Weltmeister. Hoffentlich haben wir mit dem Clay sind wir jetzt durch. Jetzt kommt noch ein zweiter Bauarbeiter, sehr gut. Es fehlt dann aber immer noch was. Das möchte ich gern fellowen und das möchte ich auch gern fellowen. Nein. Hier kommt Potato. Und hier kommt Potato. Und die zwei Felder liegen dann brach. Entschuldigung, falsch gedacht. Jetzt fehlt noch ein bisschen. Ah ne, alles da. Jawohl, unser Government ist fertig, allerdings halt immer noch leicht verpackt. Zumindest die Grafik ist leicht verpackt, aber das macht nichts. Ökonomie. Ach du Heiland. Ich muss mal die Miete etwas hochnehmen, damit wir wenigstens auf dem Balancemittel mal höher kommen. Holy moly. Okay, Satch ist jetzt gerade nichts. Schmied, ja komm, ich nehme mal raus. Ist natürlich krass. Okay, wir hatten halt jetzt viele Ausgaben und wenig Einnahmen. Lokale Verkäufe sind wir bei gerade mal bei 125. Okay. Okay, haben wir auch jetzt viel in der Zeit gebaut, muss man zugeben. Wir haben sehr viel gebaut. Du darfst brach liegen.
Und du darfst dann auch brach liegen, sobald du geerntet worden bist. Geworden bist, meine Güte. Wir können aber mal ein bisschen, ich würde mal sagen, Holz anbieten. 10 Stück. Und wie man sieht, es wird jetzt gleich wieder Winter. Nein! Der Winter rückt nah. Okay, haben wir schon wieder 10 drin. Okay, wir müssen wirklich dann noch eine weitere Farm in Angriff nehmen. Mit der wir dann noch Weizen herstellen können. Aber da machen wir keine extrem großen Felder. Und wir wollen ja noch mal gucken, wie es mit unseren Bäumen aussieht. Und ja, sie sind gewachsen. Und diese Bäume sind aktuell geschützt, also sie können nicht gefällt werden. Wenn die dann zu groß werden, können wir die dann fällen. Jetzt haben wir Winter. Entschuldigung. Das heißt, wir können euch jetzt hier mal rausnehmen. Und dann bauen wir hier 3 kleinere Felder mit Weizen. Beziehungsweise 2. Oder? Und Weizen. Machen wir da auch eine 3-Felder-Wirtschaft, allerdings mit Weizen und Potato. Ich denke mal, ein Feld hier werden wir wegnehmen. Eins, was gerade brach liegt, dann nehmen wir das weg. Sobald das dann abgeholt worden ist, alles. Wir müssen halt mal alles jetzt hier runterholen, es nützt nichts. So, die müssen halt mal jetzt alle hier dann reinkommen zum Abholen. Beziehungsweise sobald das hier fertig ist. Wird da doch mal hier das Weizenfeld hin machen. Dann da drüben ein Kartoffelfeld. Und dann noch ein drittes Feld für die 3-Felder-Wirtschaft. Aktuell verdienen die alle noch gut. Man sieht, der eine arbeitet in der Stadthalter, das ist mal knapp. 100. Gehen wir mal bitte mit dem Money zurück.
Wie man, hä? So. Okay, vier Felder zu bewirtschaften ist bitte sehr viel für die. Es fehlen halt ein paar Frauen. Ein Messenger ist da. Oha, unser erster Messenger. Wir gucken mal. Von hier. Was wollt ihr denn? Sie verkaufen Salz, getrockneten Fisch, Leim, Salz und wollen am liebsten nur Weizen und Schuhe. Ich habe leider nichts von den zwei. Nein. Mann, 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 also hier kein guter Handel, vielleicht hier noch oder hier. Gut, aber nichtsdestotrotz sage ich erstmal für dieses angespielt. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, nicht vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. In der Folge macht's gut und tschüss.